Der Avegant Glyph ist nicht irgendein Kopfhörer, also genau genommen ist es eigentlich gar kein Kopfhörer, denn es ist eigentlich eine Videobrille, wie ihr hier, glaube ich, jetzt ganz gut soweit sehen könnt. Da vorne sind zwei Gläser drin, also man würde quasi fast schon sagen können, es ist ein persönliches Heimkino zum Mitnehmen. Und der Trick des Ganzen ist, das kommt hier aus dem Smartphone. Ich habe jetzt hier einen kleinen Adapter vorne noch dran, weil das hängt immer da ein bisschen von ab, was ist jetzt hier für eine Buchse unten dran, kann aber im Prinzip über jeden Adapter mit jedem Telefon betrieben werden. Trotzdem, aber wie gesagt, wir sind immer noch bei Smartphones, aber jetzt quasi bei Smartphone-Zubehör. Deswegen langer Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch das mal, wie das Ganze funktioniert. Also, ich kann es euch nicht näher zeigen, weil das sind nämlich keine Monitore da drin, sondern das Bild wird direkt auf die Netzhaut projiziert. Da sind auf jeder Seite 1 Million kleiner Spiegelchen verbaut, die sich ganz schnell bewegen und die Grundfarben RGB da projizieren. Und Anwendungsbeispiel ist natürlich ganz klar Flieger, Langstrecke. Ich habe einen schönen Film oder vielleicht auch mehrere auf meinem Smartphone und gucke dann einfach, was ich will und muss nicht dieses Bordprogramm, vor allem diese kleinen Displays, die sind ja meistens so dunkel und dann matt und dann fällt die Sonne da irgendwie rein oder was. Also viel erkenne ich da oftmals nicht, muss ich zugeben. Und deswegen wäre das ja genau was für mich. Deswegen habe ich gesagt, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Kurz noch zum Device. Ihr seht hier unten, das ist so eine Gummilippe. Da gibt es auch 4 verschiedene Formen, die kann man hier austauschen. Dann kann man hier über dieses kleine Rädchen da vorne auch noch sagen, das soll jetzt ein bisschen höher sitzen, das soll ein bisschen tiefer gehen. Beide haben getrennt hier noch ein Fokusrädchen und außerdem hier oben mechanisch kann man dann auch noch verstellen, unabhängig von links und rechts, dass das also wirklich auch genau sitzt und genau passt. Kopfhörer sowieso. An der Seite hat man dann noch so Touch-Sensoren für lauter, leiser, vor, zurück und so weiter. Und da habe ich gesagt, das muss ich natürlich jetzt sofort mal ausprobieren. Und das werde ich mir jetzt auch mal antun und mir das Ganze jetzt mal hier anschauen. So, also glasklares Bild, sehr hell, muss ich sagen. Und vom gefühlten Eindruck würde ich mal sagen, ja, so 1,5–2 Meter ungefähr bei einem 50 bis 60 Zoll sowas in der Größenordnung. Also schon ein ordentliches Bild. Ich sehe noch die Rahmen außenrum und trotzdem aber das Bild ist annähernd formatfüllend, sagen wir mal so. Und von der Bildqualität her, also ich starte jetzt hier noch mal was anderes. Moment, da gehen wir dann mal hier drauf. Und machen nochmal Start. So, jetzt geht das los. Das Interessante ist, ich kann unten durch sogar auch noch hier mein Smartphone schauen. Das heißt also, man muss gar nicht mal den machen, um dann irgendwie zu gucken, was hier auf dem Smartphone gerade abgeht oder wenn man irgendwas anderes überspringen will. Sondern kann das auch tatsächlich hier oben, sehe ich jetzt. Und wenn ich das Smartphone da unten halte, einfach den Blick runter und trotzdem kann ich das hier bedienen. Das heißt, man ist auch nicht so komplett wie bei einer Virtual Reality Brille abgeschattet von der Umwelt. Ich sehe hier noch ein bisschen was. Auch oben kommt ein bisschen was durch. Insgesamt sitzt das Ding auch gut auf der Nase. Man spürt ein bisschen das Gewicht hier. Es kann aber auch daran sein, ich habe jetzt nur die Standardlippe oben drauf. Vielleicht brauche ich für meine Nase irgendwas Spezielles, wer weiß. Aber wie gesagt, Bildqualität ist klasse. Ich sehe auch keine Pixel. Obwohl, das muss ich ja jetzt mal auch preisgeben, das Signal, das hier drauf kommt, ist eigentlich 720p. Deswegen brauche ich da auch kein spezielles Smartphone für mit irgendwie einem Superprozessor oder sonst irgendwas. Also das Ding ist auch 3D. Also wenn ich will, kann ich auch 3D-Wiedergabe machen. Also das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, und also ich nehme es jetzt noch mal ab, um mich ein bisschen zu konzentrieren auf das, was ich hier so quatsche. Also ganz wichtig ist, das Smartphone muss halt Video-Out unterstützen. Samsung beispielsweise bei den ganzen neuen nicht. Beim S4, da war das noch der Fall, aber so jetzt S6, S7 und so weiter leider nicht. Dann gibt es noch ein paar HTCs, M8, M9 und HTC 10 haben es drauf. LG G4, G5, das G6 ist ja jetzt erst neu raus, können wir jetzt momentan noch nicht sagen. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen gut, aber man braucht es, wie gesagt. Ich brauche kein USB 3.1 oder irgendwie sowas. Das klassische, gute, alte USB 2.0, was fast alle aktuellen Smartphones ja haben, reicht da völlig aus, weil es nur 720p ist. Trotzdem sieht man nicht, also ich würde es euch ja so gerne mal zeigen, aber ich weiß nicht, ob da viel bei ankommt. Ich denke mal nicht. Ihr seht ein paar Reflexionen wahrscheinlich nur. Also man sieht keine Pixel, bitte glaubt es mir, auch wenn 720p jetzt sich nicht danach anhört, aber irgendwie schafft man es, weil halt
halt das direkt auf die Netzhaut gebrannt wird, hat man quasi Pixel umgangen und bei 1 Million links und 1 Million rechts kleine Spiegelchen, die sich da drin drehen, ist offenbar das Auge, also das ist mal ein Retina-Display, so möchte ich mal meinen, obwohl es kein Display ist. Also das ist schon sensationell. Allerdings, also hier in Barcelona ist jetzt der offizielle Startschuss gefallen für die Avegant Glyph. 549 Euro, es tut mir ja leid. Aber wie das bei so Sachen immer ist, am Anfang ist es halt teurer, dann wird es irgendwann billiger. Vielleicht landen wir dann auch mal bei 3,99 oder so, wenn das Ding im Massenmarkt angekommen ist. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man es einmal ausprobiert hat, dass man dann anschließend sagt, ja, das möchte ich jetzt nicht mehr missen. Gerade wenn man, wie gesagt, viel reist, nicht immer zu Hause vor der Glotze sitzt oder sowas, ist das schon eine feine Sache, muss ich zugeben. Das soll es auch schon gewesen sein als erster Eindruck hier vom Mobile World Congress und der Avegant Glyph. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.